Tokio ist eine beeindruckende Stadt. Warte, bis du Harajuku gesehen hast. Das hippe Modeviertel. Da hat unsere Freundin Michiko ihren neuen Laden eröffnet. Wirklich nett von ihr, dass sie uns zum Harajuku-Modefest eingeladen hat. Immerhin kennt sich niemand so mit Mode aus wie wir. Wow, cool. Vielleicht gibt es ja doch einiges, was wir über Mode lernen können. Daisy, sieh dir mal diese Cosplayerin an. Ein Cosplayer ist jemand, der sich als jemand verkleidet. Und das, was sie anhat, sieht aus wie dein Rennoutfit. Hier bin ich zu Hause. Konnichiwa, hilfreiche Helfer. Hallo. Konnichiwa, Michiko. Willkommen beim Harajuku. Ich bin so froh, dass ihr zu unserem Modefest kommen konntet. Ich bin Preisrichterin beim Wettbewerb. Er findet genau hier auf dem Platz statt. Konnichiwa alle miteinander. Michiko, Shinyu und ich haben alle Hüte und Schuhe ausgepackt. Erhältlich in allen Regenbogenfarben. Und was ist das für ein fliegender Taschenrechner? Ich bin Shinyu. Das bedeutet bester Freund. Ich bin ein knuddeliger Computer. Shinyu gehört meiner wunderbaren Assistentin Mausu. Mausu, darf ich vorstellen, Minnie, Daisy und Kukulina. Oh, hallo. Michiko sagt, dass ihr sehr kreativ seid. Also darauf kannst du wetten. Wir haben einen tollen Umziehdrehschrank. Umziehdrehschrank? Ein transportables Modegerät. Wir haben es hinten in unserem Auto. Nicht schlecht, was? Die Farben gefallen mir. Und der Rock ist fantastisch. Beim Harajuku-Style geht's darum, Spaß zu haben und sich selbst durch die Mode auszudrücken. Alles ist möglich. Wer unser Modefest heute gewinnt, dessen Bild erscheint auf den großen Monitoren. Und was ist mit dir, Mausu? Stylst du dich auch auf? Oh nein, das habe ich noch niemals gemacht. Du solltest es versuchen und deinen Harajuku-Style finden. Aber die Auswahl an Sachen ist so riesengroß. Das ist ja das Schöne am Harajuku-Style. Durch Mode kannst du ausdrücken, wer du bist. Mit unserem transportablen Umziehdrehschrank kannst du verschiedene Looks ausprobieren. Benutz ihn doch ruhig, wenn du möchtest. Oh. Tada! Das ist ja wie Zauberei. Also, hilfreiche Helfer, seid ihr bereit, euch meine Boutique anzusehen? Na klar! Wir würden nie eine Chance zum Shoppen verpassen. Also, kommst du auch? Ich möchte lieber mal zum Umziehdrehschrank. Verschiedene Looks auszuprobieren muss Spaß machen. Und Minnie hat gesagt, ich darf ihn benutzen. Ich danke euch sehr. Ehrlich gesagt, habe ich mich noch niemals so gestylt. Du siehst fantastisch aus. Wir wollen rüber zum Katzencafé ein bisschen abhängen. Magst du mitkommen? Sollte ich hingehen? Eigentlich möchte ich lieber noch mehr Outfits ausprobieren. Nimm ihn einfach mit. Ein Experiment. Es ist noch jede Menge Zeit, ihn zurückzubringen, bevor das Harajuku-Modefest beginnt. Du bist ein kluger Roboter, Shinyu. Hinterlass den hilfreichen Helfern eine Nachricht, ja? Wow, ich liebe die neue Perücke. Michiko hat wirklich viele tolle Sachen. Ich hätte den ganzen Tag bleiben können. Aber jetzt müssen wir uns für das Modefest vorbereiten. Hey, seht mal, Mausu hat eine Nachricht hinterlassen. Hilfreiche Helfer, hab Minis Rad an und den Umziehdrehschrank mitgenommen. Ich sehe euch später, Mausu. Unseren Umziehdrehschrank? Aber wohin? Das steht nicht da drin. Wir müssen sie suchen. Wir brauchen ihn, um zu gewinnen. Oder, naja, um den Wettbewerb zu genießen. Dieser Ort ist sowas von cool. Herzlich willkommen im Katzencafé. Oh, wie wunderschön. Das ist der perfekte Ort für mich, denn ich liebe Katzen. Ich auch. Oh, ich mag es, Katzen zu knuddeln. Ich sehe wohl aus wie ein Katzenspielzeug. Also, wenn du wie ein Katzenspielzeug aussiehst, dann will ich wie eine Katze aussehen. Miau. Was für ein tolles Outfit. Da habt ihr völlig recht. Die Katzen sind total niedlich. Mausu! Mausu! Oh, bei allen Schleifen, wir werden sie nie finden. Da ist Shinyu. Mausu muss in diesem Katzencafé sein. Ich liebe Miezekatzen. Ein Katzencafé? Das dürfte der schlimmste Platz für einen kleinen Piepmatz wie mich sein. Oh, so viele Kätzchen.
Ja, sind sie nicht zauberhaft? Goofy? Oh, hallo. Habt ihr ein Mädchen gesehen, das mit einer Drohne reingekommen ist? Auweia! Das ist der schlimmste Platz der Welt! Knapp. Ich wäre fast Katzenfutter geworden. Hey, hilfreiche Helfer. Wusstet ihr, dass es noch jemanden gibt, der so ein Umkleidedingens besitzt wie ihr? Wo? Sie war da drin und sie hat sich damit ein Katzenkostüm angezogen. Aber dann sind sie auf einmal weggegangen. Und wohin? Keine Ahnung. Tja, wir sehen uns dann beim Harajuku-Fest. Ja, es kommt. Es kann doch nicht so schwer sein, jemanden zu finden, der im Katzenkostüm rumläuft. Ich versuche, deine neuen Harajuku-Freunde zu lokalisieren, aber das ist schwer bei der lauten Musik. Das gefällt mir. Der Kawaii-Style gibt allen das Gefühl, dass sie tanzen müssen. Zieh dich doch einfach um und mach deinen mit. Super toller Vorschlag. Sieht aus wie eine wandelnde, sprechende Zuckerwatte. Na dann, ganz los! Oh, mein Einschleichen! Mini Daisy, ich sehe den Umziehdrehschrank auf der anderen Straßenseite. Zeit zum Taxi! Entschuldigung, da kann ich nehmen. Dürfen wir mal? Oh! Hallo, Mini! Hallo, Miki! Was für ein wunderbarer Look! Danke! Freunde lokalisiert. Da vorne auf der Straße. Gehen wir hin. Was für ein Spaß. Da ist Mausu. Hallo, Daisy. Hör mal, ich möchte dir von ganzem Herzen danken. Deinen Umziehdrehschrank zu benutzen war wirklich ein toller Rat. Das war echt unglaublich. Hä? Ein Umzieh? Was für ein Ding? Ich zieh mich rasch um, dann kriegst du ihn zurück. Wow, das ist ja Zauberei. Psst. Mein Scan sagt mir, das ist nicht die richtige Daisy. Ich bin die richtige Daisy. Oh, Daisy Duck. Wow. Ich bin dein größter Fan. Ich liebe es, mich so zu kleiden wie du. Du hast mein Rennoutfit toll getroffen. Und der Umziehdrehschrank sieht aus wie der echte. Es ist tatsächlich der echte. Ich dachte, sie wäre du, Daisy. Hier, danke, dass ich ihn benutzen durfte. Aber jetzt brauche ich ihn nicht mehr. So viele verschiedene Styles auszuprobieren, hat mir gezeigt, wie schön es ist, mal was anderes anzuziehen. Der Umziehdrehschrank hat meinen Geschmack umgedreht. Schön und gut, aber es wird Zeit für das Modefest. Verhext! Und jetzt schnell zurück. Wir müssen uns fertig machen. Kommst du auch mit, Mausu? Um nichts in der Welt würde ich das verpassen wollen. Hallo, Harajuku. Willkommen zu unserem Modefest, wo sich ein jeder ausdrücken kann. Denk daran, wir wollen hier Style, Originalität und vor allen Dingen Spaß. Hey, ab du kannst Harajuku. Was gefällt dir? Kleide dich doch wie ein Superstar. Los, hab Spaß und drück dich aus, wie du bist, na klar. Leuchte wie ein Stern. Ja, ich weiß, das kannst. Oh, Kukulina, du siehst fantastisch aus. Farben gibt es viele, zeig uns deine Fantasie. Wo ist Mausu? Die Stile nicht für sie. Lass dir Fantasie doch freien Lauf. Los, Mausu, los, Mausu. Was du im Herzen fühlst. Ja, auch du kannst Harajuku. Ja, auch du kannst Harajuku. Ja, auch du kannst Harajuku. War ein wundervoller Wettbewerb. Und wir haben eine Gewinnerin. Und die Trophäe geht an meine Freundin Mausu. Du hast den perfekten Weg gefunden, dich auszudrücken. Vielen Dank, Michiko. Und danke, Leute. Doch vor allem danke ich meinen neuen Freundinnen, den hilfreichen Helfern. Sie haben mir gezeigt, halte dich nicht zurück. Sei du selbst. Das Leben ist voller Möglichkeiten. Hm.
Schau Mickey Maus Kunterbunte Abenteuer im Disney Channel.